er jetzt. Das ist hier keine richtige Umgebung, um zu arbeiten. Nochmal. Ein Klötzchen miteinander. Warte mal, jetzt laufen wieder Leute durchs Bild. Herzlich willkommen bei Mototech. Wir befinden uns am wunderschönen Bilsterberg, haben mal wieder eine Fahrpause und wollen euch heute drei Gadgets für die Rennstrecke vorstellen, die wir jetzt in letzter Zeit getestet und auch wirklich ins Herz geschlossen haben. Gut. Ja, wie gesagt, geht's um Gadgets oder Gegenstände, die man auf der Rennstrecke gut gebrauchen kann. Und unser Platz 1 oder der erste Gegenstand hier ist der Rieger Paddock Wizard. Und da er heute auch da ist, haben wir uns den Josh mit direkt dazu geholt. Der kann da wahrscheinlich ein paar Takte mehr dazu sagen. Also zuerst mal aus meiner Warte. Ich habe das vor drei Jahren, glaube ich, am Metzeler-Event den Paddock Wizard auf jeden Fall benutzen. Und ein paar Tage danach waren wir in Oschersleben gemeinsam, um zu fahren. Und da hattest du nochmal zwei dabei. Und dann habe ich eigentlich gesagt, nach den zwei Tagen, die ich dann nochmal einen benutzt habe, ich möchte das nicht mehr missen und habe so lange an dir rumgemacht, bis du mir einen von den beiden Weißen verkauft hast, die dabei waren direkt. Genau. Erzähl mal was zum Produkt. Mittlerweile sieht man den ja öfter. Wo sind die Vorteile und wie kamst du überhaupt da drauf? Also erstmal mal, man sieht ihn öfter. Ja, die meisten sind schon mal irgendwie damit in Kontakt gekommen, wissen aber gar nicht so richtig, was es eigentlich kann. Oben ist ein integrierter Helmlüfter drin, der den Helm durchbläst. Der ist gar nicht mal so stark, aber dadurch, dass diese Umluft da drin ist und immer die Feuchtigkeit mit rausnimmt, ne, dadurch hast du halt keine üblen Gerüche und eigentlich ruckzuck in einer halben Stunde einen trockenen Helm. Vorne haben wir dann eine Steckdose mit Dauerstrom, wo die meisten sich dann auch USB-Plugs reinmachen zum Laden vom Handy oder sonst irgendwas. Dauerstrom sage ich deshalb, weil die unteren beiden schaltbar sind. Mit einer der Knöpfe oben. Das heißt, für die Reifenwärmer oder so kannst du, brauchst nicht immer rein und rausstecken, drückst ein Knöpfchen und alles passt. Ich nutze es oft in Verbindung mit dem Kombilüfter. Habt ihr unten drin. Das ist natürlich dann eine geile Kombination. Wenn du den Helm belüftet hast, hast du die Kombi belüftet. Die Spraydosenhalter sind, denke ich, selbsterklärend. Manche machen sich auch Wasser rein. Papierrollenhalter, Ablagetablett fürs Handyladen oder sonstiges. Hält 4 Felgen. Ganz wichtig, auch einseitig belastet, kippt das Ding nicht um. Ich könnte mich sogar jetzt zusätzlich noch mit draufsetzen. Komplett zerlegbar anhand von Flügelmuttern. Ne? Sind auch alles durchgängige Stangen, sodass du nachher nicht so viele Teile hast. Was haben wir noch? Aufgebaut ist das Ding, wenn du ein bisschen Übung hast, 30 bis 40 Sekunden. Ne? Wird einfach nur zusammengesteckt, kurz eine halbe Umdrehung mit der Schraube und dann passt es. Also das ist, glaube ich, so mal das Gröbste umrissen. Es ist aber... Tatsächlich stellt sich mir jetzt die Frage, wie bist du da drauf gekommen? Ja, interessante Geschichte. Ein Kumpel von mir hat damals mit dem Schweißen angefangen und hat so Feuerstellen und sowas gebraten und gebaut. Und ich hatte einfach Lust, auch mal irgendwie was zu bauen. Ja, und habe natürlich, weil es nahe lag, von Rennsport mir was bauen wollen. Es sollte eigentlich ein Pult werden mit Schubladen drin oder sowas. Und da ist das Gerät draus entstanden. Natürlich nicht in der Form, wie es jetzt hier steht, sondern halt... Ein bisschen primitiver. Vierkantrohr, 3 mm dick, ja, das Ding, das konntest du kaum schleppen mit zwei Mann. Aber so ist es halt entstanden. Ne? Das war der Prototyp. Und dann ist auch nicht ganz allein mein Verdienst. Ja? Ich hatte dann auch irgendwann jemanden, als ich dann in die Massenfertigung gegangen bin, der das Ganze noch so ein bisschen massentauglicher gemacht hat, so ein paar Frästeile und so weiter gebaut hat, ne? Wie zum Beispiel den Lüftehalter und so weiter. Ne? Diese, ja. Du sagst jetzt, das lag nahe, für einen Rennsport was zu bauen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum lag das nahe? Aber du bist wahrscheinlich für viele, die jetzt zugucken, ein alter Bekannter, die dich vielleicht sogar persönlich kennen. Denn Super Duke Battle, GSXR Cup. GSXR Cup nicht tatsächlich. Ach, Cup bist du gar nicht. Den wollte ich fahren, den 7,5 Cup damals, aber hatte mir die Karre auch schon gekauft. Aber dann ist er leider, hat er nicht mehr stattgefunden. Ach, dann okay. Kam die neue Tausender. Okay. Und dann, dann hatte ich das Moped und bin dann DLC gefahren ein bisschen. Okay, aber trotzdem ein verdammt schneller, fixer Typ auf der Strecke und auch im Köpfchen, wie man anhand von dem Ding hier sieht. Ich persönlich habe ihn jetzt, wie gesagt, ich glaube seit 3 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, im Einsatz und es ist echt Gold wert. Wir müssen, glaube ich, nochmal sagen, er ist nicht ganz so günstig. Der liegt gerade bei? Normal bei 464. Wenn man mich persönlich trifft und Glück hat,
Dann habe ich schon mal einen Vorführer dabei, der schon ein paar Mal aufgebaut war, aber normalerweise ist der Standardkurs 464 Euro. Okay. Ja. Das ist jetzt für die meisten, die sagen dann mal, oh, das ist aber schon ein bisschen viel, aber es ist tatsächlich so, sobald man es einmal über längere Zeit benutzt hat, will man es nicht mehr missen. Dann ist das ganze Thema einfach abgehakt und man sagt, okay, hier nimm mein Geld und ich nehme den Pedo-Wizard mit. Für alle, die jetzt ein bisschen und nicht ganz so viel ausgeben möchten, hast du aber, glaube ich, auch noch was im Programm. Genau, es gibt noch den Garage-Wizard. Also wie gesagt, Pedo-Wizard, Garage-Wizard. Der Garage-Wizard ist eigentlich gedacht gewesen für die Leute, die halt auf der Straße fahren, das Konzept geil finden, aber zum Beispiel keinen zweiten Satz Felgen haben. Das ist ja eher unüblich. Ist das gleiche Konzept, halt ohne Elektrik, hat keine Rollen dran. Ist auch nicht, also einmal zum Konstrukt her, zur Konstruktion her, dieser Ständer besteht eigentlich aus einem flachen Blech, das zu einem Vierkant gefaltet wird. Ah, okay. Daher ist es unter anderem auch so teuer, ja, weil das alles Laserteile sind. Der Garage Wizard besteht aus Vierkantrohren und ist natürlich in der Fertigung deutlich günstiger. Den kriegt man auch schon für 199 Euro dann. Okay, also auch noch eine günstigere Alternative. Und zum Abschluss ein Blick in die Zukunft. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, oder gestern, glaube ich, als wir drüber geredet haben, da kommt noch was, weil du ja ständig am Hin- und Her-Tüfteln bist. Und auch der sieht jetzt, glaube ich, schon wieder ein kleines bisschen anders aus als den ich hatte. Aber du hast für die Zukunft noch ein bisschen was vor, hast du gesagt. Ja, und zwar wird es einen zweiten Helmhalter geben. Also man kann sich das grob so vorstellen, als wenn man den Kopf hier oben nochmal abteilt und den zusätzlich neben der Papierrolle noch auf der linken Seite zusätzlich aufstecken kann. Kann man natürlich dann auch direkt hier vorne die Steckdose nutzen. Ja, das heißt, der wird auch belüftet sein. Hat den Vorteil, man kann den Ständer besser zu zweit nutzen, was natürlich auch die Kosten wieder günstiger macht. Zwei Satz Felgen, zwei Helme. Besser zum Teilen. Zusätzlich hat der Lüfter aber noch zwei besondere Bögen drin, wo man dann anstatt einen Helm eventuell auch Handschuhe drauf machen kann. Das ist natürlich cool. Ne? Das heißt, man kann dann auch den Helm und die Handschuhe belüften. Ne? Und ich glaube, die Änderungen, die du meintest, waren unter anderem die Füße. Die Füße, genau. Die sind jetzt nochmal so extra geschwungen. Ja. Das ist natürlich immer die Sache Transport, ja, Gewicht und so weiter. Und durch diesen extra Knick unten können wir einfach die Hauptsäule noch mal ein Stück kürzer machen. Ah, okay. Die, wie die meisten gar nicht wissen, sowieso über die Jahre eigentlich bei jeder Charge immer ein bisschen kürzer geworden ist. Ne? Also ich glaube, der Originale ist so ein Stück länger, der erste. Ne? Ach, krass. Und das ist echt immer kürzer geworden. Und da ist eigentlich bei jeder Charge immer eine Kleinigkeit anders, weil wir versuchen, hier was zu verbessern, zu stabilisieren. Oder mittlerweile gebe ich sogar lebenslange Garantie eigentlich. Also ich hatte in den ersten Chargen ein paar Macken, sage ich mal, wo die Helmhalterung nicht richtig gehalten hat, dann ging die nach einem Jahr irgendwie, ist die gebrochen oder so. Das haben wir eigentlich soweit alles ausgemerzt. Und ich sage mal, wenn man nicht aus Versehen mit dem Auto drüber fährt, dann sollte das Ding auf ewig halten. Ne? Sehr cool. Ja, also wie gesagt, unser mehr oder weniger auch Platz 1 in der Kategorie jetzt, was man auf der Rennstrecke so brauchen könnte und brauchen kann, ist der Paddock Wizard nicht ohne Grund. Dir vielen Dank, dass du dich mal kurz zu uns gesetzt hast, gerne, ein bisschen was erklärt hast. Gerne. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt Mittagessen und dann noch auf ein paar Runden raus. So sieht's aus. Danke. Nummer 2 bei unseren Rennstrecken-Gadgets sind tatsächlich diese wunderschönen Bärenbanken von Leoparty. Wie kam es dazu und was machen die überhaupt? Vorneweg, der Claudio. Oh, wir wurden gefotobombt von Lukas Litt, um Gottes Willen. der Claudio von Dioparty, der kennt die Jungs von Apex Pitbikes, mit denen wir ja auch viel machen, und hatte uns dann irgendwann mal angehauen, ob wir die nicht testen wollen. Ich habe zu ihm gesagt, ich habe keine Probleme mit Blasen an den Händen und ich will nicht für irgendwas Werbung machen, einfach nur just because. Und er war da auch mega cool, er hat gesagt, nee, testet es einfach. Wir sind gerade auch noch so in der Entwicklungsphase und schauen uns das Ganze an und hat uns dann wirklich ein paar Stück zugesendet. So, ich habe ihm dann noch gesagt, dass ich relativ... Lass uns hier voll durchs Video, Alter. Nimm das übrigens nicht so ernst, ne? Und sagen wir generell zueinander, ständig. Also, Entschuldigung. So, sollen wir nochmal neu? Der hat uns dann irgendwann mal angeschrieben, ob wir da Probleme mit Blasen hätten, ob wir das mal testen möchten mit solchen Handschützern. Und ich habe zu ihm gesagt, ganz ehrlich, ich habe kein Problem mit Blasen. Ich habe ein bisschen Probleme mit Klammern, wirklich, am Lenker. Vor allem, als ich mit der Panigale in der Nordschleife gefahren bin.
Und ich würde ungern Werbung jetzt für was machen, einfach just because, ohne dass ihr Probleme habt. Dann meint ihr, nee, probier das mal. Es könnte ja auch sein, dass dagegen was bringt, weil es ist ein bisschen entspannter dann alles durch das Greifen. Und so hat er uns dann tatsächlich mal welche zugeschickt, völlig unverbindlich. Ich bin jetzt gefahren letztes Jahr und dieses Jahr alle Events. Und gerade hier im Bilsterberg, mega anspruchsvolle Strecke, bei der man mega viel übers Motorrad arbeiten muss, hat sich das jetzt doch bewährt. Also man zieht die quasi so über die Hand. Das schützt dann erstmal die Handinnenfläche vor Blasen. Und zum Zweiten hat man hier, das ist die extra dicke Version, dann wirklich so Luft zwischen dem Lenker und der Hand noch ein bisschen mehr. Jetzt passt das natürlich gut, weil meine Blitzhandschuhe ein bisschen weiter geschnitten sind auch. Und dann funktioniert das echt gut. Und ich habe das Gefühl, dass durch diesen Abstand, der hier generiert wird, man nicht so viel Energie aufwendet, weil das hier dann komprimiert wird. Und so klammert man sich gefühlt nicht so fest. Also diese Dinger für jeden, der wirklich Blasen an den Händen hat oder auch der ein Problem mit Klammern hat, die extra dicke Version, absolut empfehlenswert, zumindest zum Testen, weil die sind nicht teuer. Die tun einem nicht weh, sage ich mal, finanziell. Und generell passen sie auch unter jeden Handschuh, außer er ist wirklich ganz eng geschnitten. Also unter meine Pfeifhandschuhe kriege ich zum Beispiel keine drunter. Und deshalb für jeden mal eine Empfehlung. Ich komme gleich. Was? Also, irgendwie ab dort. Wir wurden gerade ein bisschen unterbrochen. Immer mal wieder. Ich hatte gerade schon gesagt, die sind gar nicht mal so teuer, die tun nicht weh. Von der Passform her passen sie unter fast jeden Handschuh. Das muss man natürlich dann immer ein bisschen eruieren. Wenn das schon hauteng hockt, ist das natürlich ein bisschen blöd. Aber grundsätzlich eine Empfehlung wäre, das zumindest mal auszuprobieren, weil es bei mir in meinem Fall tatsächlich was gebracht hat. Und nur deswegen sind die auch im Video. Bei unserer Nummer 3 geht es um Lautstärke. Es geht aber tatsächlich nicht um Endschalldämpfer, dB-Killer oder sonstiges, sondern um Earplugs. Ich muss jetzt gerade mal kurz dazwischen sagen, ich hoffe, das Video wirkt nicht wie ein Product Placement, aber das sind wirklich Sachen, die wir irgendwann mal gekauft, gekriegt haben und die wir jetzt über ja, fast ein Jahr schon benutzen, die total geil sind. Diese Ohrhörer nennen sich Earpins und da gibt es tatsächlich eine Motorsport-Variante. Das habe ich aber auch nicht gewusst, das wurde an mich herangetragen und dann habe ich mir die mal besorgt. Grundsätzlich ja, es sind Ohrstöpsel, die kommen in so einem schönen Alu-Case. Was aber wirklich cool ist, ist A, dass sie relativ geil ausgeformt sind. Das heißt, sie haben hier hinten auch so ein kleines Schwänzchen zum wieder aus den Ohren rausziehen. Das sammelt sich dann immer richtig schön das Ohrenschmalz drin. Und die haben hier hinten Noise-Inserts, quasi wie ein Dual-Killer nochmal. Und da kriegt man diverse Varianten mit in der Verpackung. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich will ganz leise, ich will nicht so viele Geräusche rausgefiltert haben und. Und deswegen für die Rennstrecke diese Dinger wirklich gigantisch, weil funktioniert mega gut, man hat ein ruhiges Gefühl und natürlich ist jetzt jedem selbst überlassen, ob man Ohrstöpsel fährt oder nicht. Ich für meinen Teil bin halt totaler Fan von Ohrstöpseln, habe angefangen mit Schaumstoff-Ohrstöpseln, habe dann irgendwann weitergemacht mit den klassischen, wie heißen die, den Alpine MotoSafe, glaube ich. Man muss jetzt sagen, mit denen habe ich einen Gehörschutz gefunden, der richtig gut funktioniert und halt auch nicht ein Schweinegeld kostet. Klar, es gibt einzelangepassten Gehörschutz. Ist dann vielleicht noch mal geiler. Aber die Dinger funktionieren wirklich sehr gut. Wie gesagt, Motorsport-Variante von Pumpies. Also die auch wirklich gut funktionieren. Und wäre das wärmstens ans Herz gelegt. Ja, wir hoffen, diese ganze Geschichte hier hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen weitergeholfen. Das sind jetzt, wie gesagt, wirklich Sachen, die wir jetzt über Jahre hinweg schon benutzen, zum Beispiel den Paddock Wizard. Und wir wurden hier auch nicht für gezahlt, gesponsert oder bestochen. Deswegen, ja, unsere Meinung zu diesen Dingen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu den Sachen, die wir vorgestellt haben, habt oder eure Features für die Rennstrecke, gerne in die Kommentare. Also was wären jetzt eure neu entdeckten Top-Features für die Rennstrecke? Was könnt ihr so empfehlen, was vielleicht nicht so bekannt ist? Schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.